Und da sind wir auch schon wieder. Ja, wir haben auch Pause, weil wir den Prolog noch mitnehmen wollten und euch den nicht verwehren wollten. Sagen wir es mal so. Okay, weiter geht's. Ist das Isaac? Wie schön. Plaudert ihr nicht, ja? Er sagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat. Er ist jetzt auf dem Rückweg. Isaac, wir sehen uns bald. Alles klar. Eifersüchtig. Du bist aber auch ein Wuschenbonschen, Alter. Ich sehe hübsch aus, ne? Ja. So, sind wir jetzt hier? Dürfen wir bestimmt gleich, wenn wir da den Propeller angeschmissen haben. Den Propeller. Propeller, ja. Warte denn. Partner wartet an der Tür. Was juckt mich das? Isaac, die Wärmetauscher sind jetzt hochgefahren. Trotzdem taut das Ding nicht auf. Stimmt was mit dem Mechanismus nicht? Ich glaube, er ist festgefroren. Vielleicht bekomme ich den frei, wenn ich den Druck in den Rohren anpasse. Augenblick. Mhm. Was kaputt gemacht? Das ist alles kaputt. Ja. Der nicht? Nein. Hä? Das hast du ganz wieder kaputt gemacht. Mann. Oh, muss doch irgendwie einen Sinn ergeben. So, der ist richtig. Ja, das hat sie aber nichts getan. Der ist nicht richtig. Also 3, 2, 1 vielleicht? Ne, bei 1 kackt er mal ab, ne? Ja. Aber warte mal kurz, die 4 leuchtet. Geh mal zu 4. Ah. Jetzt die 3. Oh mein Gott, weißt du? Ja, erklär uns, wir durften jetzt die 1. Das ist so ein billiger Scheiß. Also wir kennen auch Rätsel aus Zelda, ja? Und nicht so ein... Jetzt die 3 drücken, jetzt die 4 drücken. Ah. Oh Mann. Für uns ist das zu einfach. Es ist für uns einfach zu einfach, weißt du? So einfach, dass wir schon wieder zu dumm dafür sind. Okay. Achso, warte. So, meine, wir müssen noch aktivieren. Hey, ich glaube, das hat geklappt. Ja, die Innentemperatur steigt. Und ich habe noch mehr gute Neuigkeiten. Die wären? Kommen Sie zum Observationsraum. Ich erkläre alles weiter unterwegs. Die Necromorphs sind eine Art Medium der Markersignale. Und naja, die Wissenschaftler haben einen Sensor gebaut, um über den Signal-Upstream die Maschine zu finden. Hm. Und wo ist der Sensor? Möglicherweise zerstört, aber ich habe die Pläne gefunden, um einen neuen zu bauen. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Yay. Hast du deinen Timer gestartet? Ja, das. Diesmal hab ich dran gedacht. Hä? Okay. Doch wieder zurück. Ja? Echt? Keine Ahnung. Wir wollen die Spielzeit hier ein bisschen verlängern. Ja, natürlich. Achso, hier längs, alles so. Ach, die Tür ist jetzt auf. Alles klar. Fahrstuhl. Achso, warte, ich hol mal meinen Kopf wieder. Ich glaube, ein Bot ist wieder gekommen. Mit du. Yeah. Okay, danke schön. Weißt du was? Den einen kann ich wieder laufen lassen, den anderen hebe ich mir auf. Oh. Leute, guten Tag. Hier drüben. Das ist der Plan, von dem ich sprach. Ich sehe hier keine Teile, die wir für diesen Sensor bräuchten, aber es gibt noch ein Forschungslager auf der anderen Seite des Camps. Hier ist ein Schema. Was meinen Sie? Sieht aus, als hätten Sie eine Telemetriespitze modifiziert. Ja,
Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ja, ich glaube, mit den richtigen Teilen kann ich das bauen. Wo ist das andere Lager? Ich schicke die Koordinaten auf Ihre Rig. Wahrscheinlich wird es abgeschottet sein. Hier. Als wir eintrafen, fand ich diese Passcodes. Mit denen kamen wir in dieses Lager. Vielleicht funktionieren sie auch für das andere Gebäude. Hm, wir finden es raus. Bin bald zurück. Ich hoffe, ich kann genug zusammenstimmen, um die Maschine zu finden. Warum sind sie noch hier? Ja, Entschuldigung, ey. Genau, peace off, motherfucker. Inaktiv. Oh. Zurück. Jo. Alles des Plans der Spielzeitverlängerung, ja? Natürlich. Wenn wir zeigen, dass Spiele von damals ein paar Stunden mehr gebraucht haben, im Gegensatz zu heute. Ist hier noch was? Na, bestimmt genau das gleiche, aber... Ah ne, da ist eine Kiste. Oh mein Gott. Die nehmen wir noch unbedingt mit. Müssen wir gleich echt in den Fahrstuhl oder was? Wir müssen wieder runter, ja? Boah. Toll. Ja. Naja, so sieht man, dass wir uns nicht nur aufs Navi verlassen. Außer wenn wir im Straßenverkehr sind. Und wo wir nicht wissen, wo wir, ja, wo wir sich auskennen, sagen wir so. Okay, Sie Genies. Frage. Nehmen wir an, dieses dämliche Experiment. Achso, mein Bot ist ja wieder da. Und Sie finden die Maschine. Und dann? Wissen Sie überhaupt, wie Sie sie abschalten sollen? Naja, Admiral Graves erwähnte einen Codex. Sie sagte, man bräuchte ihn, um die Maschine zu steuern. Ja, ich konnte ein paar Logs von Dr. Serrano dechiffrieren. Und demnach ist eine Person namens Rosetta für die Herstellung des Schlüssels wichtig. Hören Sie sich eigentlich mal selbst zu? Sie wissen von diesem Scheiß genauso wenig wie ich. Wenn ich die Teile finde, um einen Sensor herzustellen, finden wir auch die Maschine. Und dann kümmern wir uns um diesen Codec. Unfassbar. Danke. Hallo, hab deine Rosette gefunden. Meine? Nein, nicht wirklich, das glaub ich. Na gut, die ist auch... nichts für kleine Kinder. Also auch nichts für kleine Kinder. Abgefault. Ab in die Höhle. Welche Höhle? Die haben sich mal getrost selber umgebracht. Warum? Das gefällt mir ja, jetzt schon nicht. Das sind wieder bestimmt hier richtige Badass-Viecher. Na, ich geh mal gucken. Warte mal. Hallo? Okay, die haben nichts. Aber warum? Warum ja, sind die jetzt auch... Ich verstehe... Nee. Mach dir da überhaupt keinen Kopf. Wir sind uns hinterhergelaufen und jemand hat gesagt, ja, ihr habt es nicht geschafft, ihr müsst euch umbringen. Ja, genau. Ah, mein Mann ist wieder da. Oder deiner? Ah, deiner muss wieder da sein. Und die haben sich für das Bessere geopfert. Also für mich, ja. Nein. Wundert mich. Für dich wird sich keiner opfern. Ah, doch du. Naja. Sieht aus, als wäre der Pfad hier oben. Hey. Alles okay? Da draußen war eine Frau. Hm? Vielleicht sollten wir sie mal suchen. Hast du was gesehen? Ja. Eine Frau, die hier wimmernd, hier die die Schwalle von oben, weißt du? Die können das gewesen sein. Okay. Ja, das Spiel ist ein bisschen creepy, weil wir sehen was... Ich sehe zum Beispiel manches, was du nicht siehst. Ja, ja, ich finde es mal interessant gemacht. Ja. Kommst du?
Ja, ich nehme mal diese... Ja? Optionale Mission. Also wieder ein Stück zurück, oder was? Ich weiß nicht, wo wir dann hin müssen. Ja, dann da, dann ist wieder ein Stück zurück. Okay. Hallo, gib mal Gas. Ihr müsst doch alles tot sein, eigentlich. Eigentlich. Haben Sie wirklich jemanden gesehen? Das ist der einzige Weg, den Sie genommen haben könnte. Danach habe ich nicht gefragt. Also definitiv ja, ich habe jemanden gesehen. Okay. Warte! Hast du was gesehen? Ne? Du? Ja. Ja, ich war hier gerade hinten und hab die Mission durchsucht. Verriegelt, da müssen wir rein. Ah! Perfekt. Nichts können, jetzt eine blöde Tür zu bewegen. Ja, weil du wieder viel zu weit weg warst. Ich will da rein, aber ich mach nicht. Was ist das hier für ein Scheißort? Sagen Sie es mir. Sie haben uns hergebracht. Ja. Ja. Ich sehe mich mal um. Ah. Kommen Sie mit? Ja. Okay. Mal kurz? Ja, klar. Ja, ich will erstmal gleich nochmal eben zur Bank. Wir sammeln ja erstmal im einen oder anderen. Ich wollte nur gucken, ob es ein... Okay, ne. Okay. Achso, nee, hier sind wir gerade gekommen. Ha, ha, ha. Dürfen gleich wieder Shuttle fliegen hier. Mit der Eisenbahn. Ja. Da gibt's noch einen Fahrstuhl, ne? Okay. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt hab. Ja. Einmal hier hinten und einmal ein zweiter. Okay. Überwachungslager, ja. Tesla-Kern. Oh, was nehme ich denn da? Achso, da oben habe ich den Militärtrieb. Ah, das tut noch ein bisschen mehr Schaden. Und dann gehen wir auf den Kompressor, alles klar. Musste mal irgendwie was gegen normale Soldaten haben. Ja, das mit Schrotflinte, da kommst du nun auch nicht weit. Ja, da habe ich Platz für. Ah, ich nicht. Okay. So, okay, wir müssen erst hier runter, denke ich mal, oder? Ja, dann gehen wir. Kann mit dem Fahrstuhl. Oder der hier. Jetzt kann ich normalen Daten kommen, aber trotzdem probieren wir die Waffe erstmal aus. Okay, sieht doch schon ein bisschen besser aus. Ja. Oh. Okay. Scheiße, klingt das Stück eher fest. Und jetzt? Alter. Was? Nein. Dylan? Isaac, sehen Sie das auch? Wir sehen, was wir sehen wollen, John. Was? Was denn? Was meinst du damit? Isaac! Isaac! Okay. Geht's dir noch gut? Nee. Du hast mir Angst. Ja. Ich mir auch. Ja. Mach die Stimmung nicht kaputt. Überall Geschenke hier. Ja. Okay.
Alter! Du hast unten eine Strahlenwaffe dran, ne? So ein Blitz. Ja, so ein... ich weiß gar nicht, was ich da jetzt dran gebaumelt habe. Also zumindest nicht aus dem Kopf. Okay, sagen, größer als 2 Meter ist nicht erlaubt. Und? Das kann ich dann nicht mehr... 14 km/h. 17 Tonnen. Und 17 Tonnen, genau. Ja, klar, da hast du schon mal nicht rüber. Naja. Weil schneller laufe als 14, ne? Nee, wegen dem Gewicht. Ah, ja. 14 hast du noch nie geschafft. Außer bergab. Ja, genau. Und mit 3. Ich gehe vor. Was mit Dylan? Dylan, dein Sohn oder was? Ich komme noch nicht hoch. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß das nicht. Außer kleine Scheiße. Ah, da unten. Jetzt ist es. Also ich mag die andere Waffe ja auch, aber nicht für die Viecher. Das kannst du echt vergessen. Sind zu schnell, ne? Ja. Audio-Nachricht? Ja, sofort. Was? Hey. Hey, John, du sagtest, du würdest für 3 Stunden weggehen. Es waren 3 Tage. Wo ist er? Er schläft zur Abwechslung mal. Wieder Albträume? Jede Nacht. So wie immer, wenn du verschwindest. Sei nicht so streng mit mir, Tamara. Ich bin beim Militär. Da kommt sowas vor. Ach ja? Ich habe mit Commander Hartley gesprochen und weißt du, was er sagte? Dass du beurlaubt seist. Ah, mir reicht's. Hey, wo willst du hin? Schon wieder abhauen? John! John! Verdammt! Alles klar. Und damit verabschieden wir uns wieder mal. Bis zur gleich. Nächste Folge. Ja. Tschüss.